Ja, hallo, was für eine Kombination. Heute lieber eigentlich Musiker nach der coolen Performance gerade eben. Aber die Geschichte der Bild-Zeitung, sie ist gepflastert von Opfern. Das erste war die Wahrheit. Für die Redaktion der Bild ist die Wahrheit bestenfalls eine Laune. In der Regel fällt sie der Schlagzeile zum Opfer. Seit ihrer Gründung in den 50ern hat diese Zeitung und ihr Verlag in vollem Bewusstsein die Grenzen journalistischer menschlicher Integrität übergangen, auf totalitäre Weise Meinungen produziert, geformt, erlogen und damit politische Entscheidungen erzwungen. Sie berichtet nicht, sie richtet. Sie hat Menschen erniedrigt und gebrochen, Menschenrechte verlacht und die Würde Einzelner mit Füßen getreten, Kriegszüge gerechtfertigt und so die deutsche Beteiligung erst möglich gemacht. Sie hat dumpfe völkische Ressentiments des braunen Bodensatzes nach oben gekocht und dessen Opfer verhöhnt und wohlwissend in den Untergang getrieben, um sich dann am nächsten Tag nicht schade zu sein, die Moralkeule zu schwingen, um von den eigenen Taten der Aufwiegelung und Hetze abzulenken. Sie verhöhnen die informationelle Selbstbestimmung, brechen in die Privatsphäre ein und dichten jeden, der sich dagegen wehrt, an, etwas zu verbergen zu haben. Wer nicht mitmacht, wird erpresst. Wer nicht kollaboriert, für den erfindet man die denkbar gemeinste Schlagzeile in den Abgrund des gesellschaftlichen Gesichtsverlustes. Momentan zerstört die Bild das Wichtigste in Europa, das Band des Grundvertrauens zwischen den Menschen in unseren Ländern. Sie macht die Staaten des Südens zu kollektiven Schmarotzern und belohnt die Ärmsten bei uns mit einem neuen Feindbild. Sie treibt den Keil wie je und je zwischen die 1% des Besitzstandes und den 99 restlichen da unten. Es gibt keine biblische Sünde, keine moralische Jauchegrube und keine geistliche Untiefe, die Kai Diekmann und seine Schergen nicht recht und billig wären, um mehr Auflage und Umsatz zu generieren. Denn statt der Wahrheit ist die Bild-Zeitung nur dem Gewinn verpflichtet und ihr Erfolg speist sich aus der selbst erzeugten Geilheit nach mehr Anzüglichkeit und verlogenen Schlagzeilen. Die Bild-Zeitung ist der Dealer des Hasses und der Lügen. Immer den Junkie, die subtilen Ängste der Menschen im Blick, die es zu füttern gilt. Meisterhaft, wie Faust, und doch nur ein Dealer billiger Lügen, der den Beruf des Journalismus durch den Schmutz zieht. Sie ist die Geißel des Journalismus, denn im Kapitalismus und im Wettbewerb um Schlagzeilen strecken sich fast alle nach dem Erfolgsrezept des Profits. Dieses niedere, infames Spiel gab es schon der Antike als Zuckerbrot und Peitsche. Fast könnten wir der Bild-Zeitung dankbar sein. Der neoliberale und menschenverachtende Kapitalismus ist heute oft viel zu perfide und geschickt verpackt, um ihn zu greifen. Zu sehr sind wir alle in ein System des nach unten Tretens und nach oben Buckelns gefangen. Bei der Bild-Zeitung präsentiert sich diese Fratze stolz und überheblich. Sie wird von dem hochnäsigen Chefdemagogen Diekmann perfekt verkörpert. Für seine Schergen und Speichellecker gelten alleine die Einstellungskriterien Skrupellosigkeit und Ellenbogenqualitäten. All die Christopher Käses und von Klädens, sie haben sich im System nach oben geleckt und nach unten getreten. Denn was den Ethos dieses Magazins betrifft, ist man sich seit der Gründung treu geblieben. Als Willy Brandt in Polen in den 70ern vor dem Denkmal des polnischen Ghettos auf die Knie sank und für die Opfer betete und um Vergebung bat für das schreckliche Leid, was von Deutschland ausging, hatte die Bild-Zeitung nur Häme übrig und konnte dem Sozialdemokraten mit einer perfekt orchestrierten Guillaume-Affäre vor die Haustüre des Kanzleramtes befördern. Heute lügt sich die Bild die Geschichte zurecht und schreibt von der großen Geste Brands. Als Wallraff undercover aus der Mördergrube der Bild-Zeitung berichtete, versuchten sie ihn zu diskreditieren und zu vernichten. Schon Tage vor den Blockupy-Protesten in Frankfurt bereitete Bild die Schmutzkampagne vor, formte die öffentliche Meinung um die Gewalttäter, die Angeblichen, um dann in selektiver Berichterstattung eine ganze Bewegung zu diskreditieren. Es ist wie immer.
Besonders tragisch ist es, dass es bis heute unserer politischen Klasse nicht gelungen ist, den Einfluss der Springer-Presse zurückzudrängen. Der Springer-Konzern nimmt auf subtile Weise alle in Geiselhaft. Auch hier ist das Drohmittel immer der gesellschaftliche Abstieg vor dem Millionenpublikum des Blattes. Doch hinter dem ungenierten und offenen Politikspiel gibt es auch noch ein verdecktes. Gesetzesentwürfe werden in Regierungsbetrieb eingebracht und durchgedrückt. Das Leistungsschutzrecht für Presseverleger ist direkt im Koalitionsvertrag gelandet. Geschrieben wurde es vom Springer-Konzern. Kanzleramtsstaatsminister Eckhard von Kläden und Bruder des Axel Springer-Kommunikators Dietmar von Kläden hat nach dem erfolgreichen Durchdrücken dieses Springer-Gesetzes seine Mission für die Familiengeschäfte des Axel Springer Verlags abgeschlossen. Er wendet sich ohne Einhaltung von Karenzzeiten sofort dem nächsten lukrativen Job zu und wandert direkt zu Daimler als Bereichsleiter Politik. Das Leistungsschutzrecht dagegen wirft Deutschland im digitalen Wandel noch weiter zurück und zementiert das Interesse Springers, den Online-Markt alleine erfolgreich zu besetzen. Unliebsame Mitbewerber werden weggeklagt und eigene Freistellung bei Google genutzt, um mehr Publikum zu generieren. Doch ist im Netzzeitalter endlich auch die Chance da, eine Gegenöffentlichkeit, ein Podium zu verschaffen, um die laufenden Lügen, die Hetze und Boshaftigkeit dieses Kartells Einhalt zu gebieten. Es ist Zeit, das Monopol aus Hass und Hetze zu brechen. Waren es in den 70ern mutige Einzelkämpfer wie Wallraff, die uns Schnappschüsse aus der Mördergrube präsentierten, so können wir heute im Netz viel mehr. Nutzen wir unsere Blogs, die sozialen Netzwerke und unsere Kraft als Konsumenten, um gegen Springer zu kämpfen. Je mehr Händler Nein zu Bild sagen, umso leichter wird es. Niemand wird für die Bild-Zeitung meilenweit zum letzten Outpost oder Kiosk gehen und pilgern, der das Schmierenblatt unter dem Tresen hat. Wir werden erst locker lassen, wenn aus diesen getäfelten Räumen dort oben des Axel Springer Hauses ein Heim für Refugees geworden ist. Der Shitstorm auf das Imperium hat begonnen. Packen wir es an. Danke euch.